Lässt man noch. Von Geburt an! Dann lasst mich eine neue Falle für euch vorbereiten. Ha ha ha. Okay, viel Glück. Macht's gut. Quest done. Ihr solltet alleine weitergehen. Haha. Jeder Nacht steigt die Gefahr. Mörder, Lager. Oh mein Gott, Level 65. Geht hin, ihr Abenteurer. Möge dir unversehrt bleiben. Die sonderbare Gestalt hat euch die Tür gezeigt, von der ihr vor der seht, und die Tür ist verschlossen. Oh, okay. Melon. Die Tür entriegelt sich sofort. Ich muss wohl mehr Bücher lesen. Mir gehen langsam die Ideen aus. Du kannst doch nicht in derselben Kampagne zweimal dasselbe Rätsel verwenden. Egal, sei es drum. Ihr seid jedenfalls durch die Tür gegangen und alles ist dunkel. Ihr werdet einen Lichtzauber wirken, um euch zu helfen. Oh ne, ich werde euch einen Lichtzauber. Viel Glück, Abenteurer. Ja, genau. Auf welcher Seite stehst du überhaupt? Kann ich euch nicht sagen. Wir kommen in den tiefsten Höhle der Verderbnis. Euer letztes Missionsziel befindet sich im letzten Raum, also passt unterwegs gut auf. Ihr kennt euch wahrscheinlich mit Verliesen aus. Also, seht euch vor, das kann ganz schön hakelig werden. Da werden wir also gebraucht. War ganz schön kernig, was? Mörderleger, wo bist du? Zeig dich! Das Warten ist vorbei. Ihr könnt überall Mörderlegers Gegenwart spüren. Euer Herzen schlagen schneller. Aus dem Nichts steht er plötzlich vor euch und verspottet euch. Mörderleger, böses... böses Lachen, muha... Das war das böse Lachen. Ihr meint also... tatsächlich eure lächerlichen Kräfte. Bin genug, um mich zu besiegen. Deine Worte sind so leer wie deine Seele. Auf einen Erlöser wie dich kann die Menschheit verzichten. Was ist schon ein Mensch? Eine erbärmliche Ansammlung verschiedener Sekrete. Aber genug geredet. Nehmt dies. Besiegt Mörderlegger, den schwarzen Ritter. Okay. Oh. Schatzwurf. 75 Gold. Eine Falle. Um in den nächsten Raum zu gelangen, muss ich durch eine Feuerwand gehen. Wow. Moment mal, da kann ich doch jetzt eigentlich mal... einmal Mörderlegger besiegen, wie immer halt. 20 und schon wieder ein Schatzwurf. Und ein Kampf. Und natürlich sind's lauter Ritter vom Nie. Die sehen etwas anders aus. Warum ist er rot? So. Moment. Okay. Sonderbestie.
aus. Die sind, glaube ich, meist ein bisschen einfacher als die anderen Ritter des Nie ohne Knies. Die Ritter vom Nie, die haben kein Knie. Und mein Horse, das ist voll amazing. Look at my horse is amazing. Give it a lick, it tastes like raisins. Ach ja, dieses Lied habe ich immer so gern gehört beim Guild Wars 2 Spielen. Aber ich spiele jetzt momentan kein Guild Wars 2 mehr. Aber ich werde Elder Scrolls Online dann spielen, wenn's buy to play ist, denn ich habe es mir mal gekauft und dann kann ich es gratis spielen. Denn mir reicht es schon, dass ich monatlich was für WoW zahlen muss. Da brauche ich nicht noch so ein anderes Game. Ein Pixelfehler. Cool. Weiter geht's. Ah. Wie die Waffen, der Feind ist... Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben göttlichen Widerstand. Wie kann man einen göttlichen Widerstand haben? Oha, 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 oha. Jetzt geht es wieder einigermaßen. Ich mag Schildkröten.
Und ja, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie oft ich schon jetzt die Regeneration auf den draufgehauen habe. That was super effizient. That was. Oh, Schätze bei Elite gefunden. Und ja, ich bin gerade etwas sehr schweigsam. You need to find the key before you're entering the boss lair. Okay, warum auch immer in Englisch? Boah, Heilung hätte ich gern gehabt. Aber naja. Ihr habt doch hier was verdient, bitte. Also ja. Oh, ich glaube, ich habe gerade was bekommen, oder? Ja. Okay. Dann. Klick, Feindzeit. Und ein Schatz. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Okay. Ja, ich habe den falsch gesprochen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Was wir gefunden haben. Nicht was ich gefunden habe, sondern wir gefunden haben. Was wunkelt denn das auf dem Boden? Oh, you found the key. Ist doch gut, ich glaube, wir brauchen eine Monsterattacke. Eisen. Wow. Ich glaube, ich sollte nächstes Mal darauf achten,
ob die geschwächt sind oder nicht. Göttlicher Widerstand. Niemand darf einen Widerstand gegen die göttliche Ordnung haben. Und ja, gegen die göttliche Ordnung. Und ja, Leute, ich glaube an Gott. Aber ich brauche keine Kirche dazu. Darum gehe ich auch nicht jede Früh in jeden Sonntag um 9 Uhr in der Früh oder so in die Kirche. Finde ich voll unnötig. So brauche ich nicht, darum mache ich es auch nicht. Victory. So, und jetzt Mörderlegger. Als ihr euch dem letzten Raum... Oh, ja. Super effizient. Die geile Bosskampfmusik. Oha, 344.
Und das ist er tot. Das war ein Mörderlegger. Master of Dungeons. Bla bla bla. Meint also tatsächlich bla 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 zu besiegen. Haha, das dürfte ihm gar nicht gefallen. Wird sich bestimmt vor Wut auf die Zunge beißen. Diese Schmerzen. Und nie habe ich einen solche Schmerzen gefühlt. Du willst für alle Zeiten in diesem Verlies eingesperrt bleiben. Viel Glück damit. Abenteurer, meine Glückwünsche. Ich habe versagt. Ich nehme dieses Souvenir von dir, dein Pferd. Dein Pferd wirst du ja nicht mehr brauchen. Es ist jetzt ein freies Tier. Nein! GG. Good game. 2 EZ. Was auch immer das bedeuten mag. Ja. Da habe ich ihn ganz vergessen, okay. Überbringen Pferd. Mordeleggers Pferd wird ein schönes Geschenk für Nape abgeben. Was haltet ihr davon? Was sollen wir mit einem Pferd? Lasst es uns verschenken. Hey, lasst es uns Nape schenken. Er würde bestimmt Spaß damit haben. Ups, das habe ich ihn so gesprochen. Ja, das wäre bestimmt ein schönes Geschenk. Steam ist ein schönes Geschenk. Beschützt das Pferd. Weg 3. Krokodilzahn. Wenn wir schon mal da sind, kann ich ja gleich mal noch rasten. Und da ist wieder Mr. Krabs. Auf zur Steaminsel. Zur Steam-Impfe. Die Gruppe wird angegriffen von Überschleim. Und die Überschleimer sind auch tot. Du kannst im Inventar nicht 20 gegen... Okay. Hey, Nape! Wir haben ein Geschenk für dich! Weil du uns geholfen hast, zum Mordorlake aus der Öle zu gelangen. Was für ein schönes Geschenk. Danke sehr. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Mordorlager wird uns keine Probleme bereiten und du kannst jetzt wieder zurück in die Zukunft gehen, wo du hingehörst.
Mordoleggers Pläne sind fürs Erste gescheitert. Und er wurde besiegt. Das heißt aber nicht, dass er es nicht jederzeit erneut versuchen könnte. Also nicht vergessen, Abenteurer. Hört niemals auf, Rollenspiel zu spielen. Die Pen-and-Paper-Welt und die reale Welt brauchen eure Hilfe. Sehr gut. Ja, wir werden daran denken. Nape geht wieder in den Nebel hinein. Quest done. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wasserspeier. Nein, ich gehe zum Startdorf. Was sollen wir denn jetzt noch machen, wo die Welt gerettet ist? Oberbesser, welche Möglichkeiten stehen uns jetzt zur Wahl? Ihr könnt dahin zurückgehen, wo wir das Abenteuer begonnen haben. Och man, ich habe eigentlich keine Lust mehr zu reisen. Okay, ich werde euch in die Stadt teleportieren. Stadtdorf. Danke. Ich möchte jetzt... Ich möchte jetzt nur noch ein Nickerchen machen. Eine ziemlich lastige Folge. Ja, wir haben unfassbare Schlachten geschlagen. Alle haben ihr Bestes gegeben. Sonderbare Gestalt gut gemacht. Nochmals vielen Dank. Nochmals danke, sonderbare Gestalt. Quest done. Ruht euch ruhig aus. Anscheinend ist jetzt alles vorbei. Completed. Damit sind halb die Hauptquests dieser Kampagne abgeschlossen. Oh mein Gott, ich habe das Spiel gespielt. Ja, cool. Behold Studios. Oh ja. Jo, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dachte, das Spiel würde noch etwas weitergehen, aber... Okay. Also, Leute, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja. Es war ein schönes Projekt, langes, kommen jetzt auf 40 Folgen auf jeden Fall raus. Wann so ungefähr dann, so gesehen das nächste Projekt kommt, also so gesehen nicht das nächste Projekt, sondern die Weiterführung von diesem Projekt, denn ich habe ja noch das, das werden jetzt ein paar Sachen gespoilert aus den Dings, aber egal. Wann hier diese Sachen kommen, noch die anderen Sachen kommen, aus dem, DLC, was ich mir dann mal geholt habe. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal auch noch spielen. Damit das so gesehen klar ist. Ich denke mal, das werde ich vielleicht noch anschließen, dann hier zu machen. Ich weiß nicht, ich werde einfach mal gucken. Ja, hier kann man noch mal alles sehen. Ist auch der Gremlin dabei. Die bösen Ritter vom Nie. Oh, der böse Magier. Was ist das? Was das auch immer ist, das Hässliche, weiß ich nicht. Da ist ein normaler Ritter von ihm. Da ist Arthas. Und da sind die Schläger, die ich gar nicht gezeigt habe. Oder noch nicht gegen die gekämpft habe. Und komische Drachenköpfe, die ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Oh, dieser schwarze Drachenkopf, von dem habe ich ja mal erzählt. Gegen habe ich gekämpft. Und wäre fast gestorben. Behold the next adventures. Thanks for playing. Vielen Dank. Ihr netten Leute von Behold Studios, von Paradox Entertainment und Behold Studios, für so ein tolles Spiel.
Und ja. Plus. Spiel auf neues Spiel Plus erweitern, ohne deine Charaktere einzubüßen. Alle Quests werden zurückgesetzt. Nein. Ich will jetzt noch gucken. Kann ich machen? Ah ja, hier. Aber was ich wirklich mal gucken wollte, würde jetzt mal in dieses nekrotische Nest gehen. Weil ich will wissen, was da ist. Oder was es da gibt. Komm, wollen wir in die Schenke gehen, okay. Grüner Drache, blauer Drache, weißer Drache, roter Drache, schwarzer Drache. Ah, okay. Level 70. Ah, okay. Dann reisen wir mal zur Rissklippe. Und dann würde ich eigentlich mal sagen, je nachdem, wann ich das dann aufnehme. Also das Knights of Pen and Paper, das gilt jetzt als abgeschlossen. Aber ich werde das dann noch erweitern um das hier. Also. Ja, auf jeden Fall, Leute, dann würde ich natürlich sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, Praise the Sun, Yao und bis zum nächsten Mal.